Herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier in Thüringen. Ich setze nun die Arbeit fort, die ich im Livestream begonnen habe. Und wir ernten jetzt Feld Nummer 13, zwar als Feld, das ich gepachtet habe. Also es wird am Ende die ganze Ernte mir gehören und das Feld habe ich nur für ein Apfel und Ei erstmal gepachtet. Ich versuche mal nach einem Tag wieder loszuwerden. So, jetzt geht's das Fahrzeug Nummer 1. Ich muss ja alle Fahrzeuge wieder starten. Ja, das ist richtig. Und hatte ja vorhin ein bisschen. Ja, ne? Silage gefahren zum Schluss. Das macht der Kollege. Da meinen. Dann muss ich mir. Meine ganze Kraft, mein Spinat, den ich gegessen habe, nutzen und. Die Fahrzeuge wieder aufrichten. Obwohl die eigentlich Kollisionswarnung haben, ne? Na gut. Ist halt so, ne? Vielleicht muss ich den Punkt machen, wo wir jetzt die Fahrzeuge sind. Gut, das ist ja nicht ewig, das ist ja nur. Ja, irgendwann ist er hier vorne auch weg. Die ganzen Fahrzeuge. Ich muss erst den grünen in Gang bringen, denkst du mich. Ja, irgendwo. Entweder vor dem gelben oder nach dem gelben. Ich glaube nach dem gelben. Erst gelb, grün und dann rot. Der rote wollte die erste Runde nicht fahren. Fährt aber nur die zweite. So. Hier ist kein Kurs aktiviert. Nein, nein, wir wollen hier nicht Feier machen, ne? Dann muss ich ganz kurz laden. Das heißt, und zwar ist das Fahrzeug hinten Mitte. Das ist ganz wichtig. Und einstellen. Sollen wir den roten noch in Gang bringen und dann die ganzen Autofahrer in Schwung kriegen, also die mal richtig Gas geben. So, die Daten passen. Ja, danke an meinen treuen Neffen, der immer da ist und nicht. Ich livestream mal. Ja, schön, freut mich. So, da war er fertig. Und der erste eigentlich der Fahrzeug, der rechts fährt. Also im Grunde jetzt hier. Wieder einsteigen in der Ecke. So. Kurz Kontrolle. Yep, rechts. Warum man die erste Runde nicht fahren wollte, ich weiß, keine Ahnung. Ist halt so. Also kurz berechnen. Alles kurzblech. Das Programm, was im Hintergrund arbeitet. Jetzt muss ich kurz durchschalten. Ja, das Auto war querlicht. Ja, du bist doch voll. Warum kannst du keinen Punkt berechnen? Ich hab doch hier ich befinde mich Unternehmen Feld 12. Jetzt war so leer. Zu weit weg.
So, Distanz. Ich weiß es nicht genau. Ob das bringen würde. Hier eine Karte. Standard. Machen wir so. Ja. Ach je. Dann fahren wir mit Thumball selber, ne? Also, Lenkung geht wieder. Ich musste ganz kurz Logitech anschalten, also aktivieren das Programm. Und dann ging der Lenker sofort wieder an. Also eher ein Problem mit der Software. Aber leider habe ich es öfters, ne? Aber gut. Bin doch ganz in der Nähe. Den F13 habe ich. Vielleicht muss ich das am blauen Kurs mit anschließen. Zumindest an zwei Ecken. Mal gucken, vielleicht haben wir noch mehrere Fahrzeuge, die gerade leer sind. Oder auch voll, aber der fährt wenigstens. Ich habe ja vier Fahrzeuge im im halt. Eingestellt. Hier. Fahren wir Richtung Feldende. Richtung Punkt. Einige fahren ja. Ich werde es mal anschließen, den Kurs, direkt am blauen Kurs. Man soll es angeblich nicht machen müssen, aber in dem Falle scheint es doch. Oder ich werde mal zumindest verbinden, das kann ich auch machen. So, hier vorne ist er irgendwo. Weil die Kurse kann ich nur sehen mit dem Fahrzeug. Ist ja das. Das ist halt so, ne? So, da haben wir das schon. Bisschen freundlicher gestalten. Da nicht so extrem kantig ist, ne? Mein gut. So, mal gucken, ob ich jetzt das verbinde. Und das nach da müsste eigentlich jetzt funktionieren. Müsste.
Na gut, da wird es jetzt am Rand so finden. Aber jetzt ist immer der Strich dran, ne? So. Jetzt fahren wir direkt mal zum globalen Markt mit. Oder auch nicht. 1, 2, 3. Eine hält hier die Stellung. Oh, das ist auch fast voll. Ich möchte wenn möglich das einen Ritt fertig kriegen. Wieso der jetzt mal weiterfährt, verstehe ich auch nicht. Hat er einfach nie gemacht. Früher hat er nur angehalten halt, ne? Jetzt macht er das nicht mehr. Braucht man sie auch nicht. Das wackelt leicht dadurch. Das ist gefährlich, gefährlich, gefährlich. Also im Grunde ist das hier einzustellen. Also ja. Abstand Rohr, Abstand Häcksler. Ja, gut. Standard. Gibt's doch gar nicht. Das ist wieder voll, der Trottel. Also können wir jetzt richtig ranfahren. Die anderen Fahrzeuge werden gleich da sein. Die fahren dann nur hier zum Abladen und kommen jetzt zurück. Warum der jetzt hier so? Vielleicht muss das mal sehen. Ich weiß es nicht genau. Muss mal wieder mal angucken. Territorial oder Territorial. Du lass ihn immer fahren, ne? So. Ich weiß auch nicht genau, was das gemeint ist. 1,75? Wiederherstellen. Anwenden. Normalerweise hält er genau an den Punkt an. Ich habe es ja noch in der Runde noch nicht verstellt gehabt in der Beziehung. Das hält er an. Ja, passt. Ich weiß wohl noch nicht, keine Ahnung. So. Ja. Ungünstig. Was los hier? So, dann machen wir kurz Kurs in Kurs die anderen Hitze. Das gibt's doch gar nicht. Natürlich ungünstig, ne? Habe ich mir gesagt, schön rechts halten, aber da habe ich ja ein bisschen Terraformik gemacht, ne? So. Wie habe ich versenkt den Boden? Ungünstig. Aber. Dann muss ich da noch mal wegnehmen. Naja, im Grunde, das lohnt sich ja fast nicht. Also
Wow, ich habe gewischt. Dunkel. Und blind. Blind getroffen. Blöde Crossplay. Aber ich kann den ja nicht deaktivieren, weil ist aber da drin. Braucht hier mitunter beim. Voll weg. So. Ach so. Gute Frage, hast du das Symbol wieder anders gemacht? Oh, ob das ja funktioniert, okay. Gut, machen wir mal Terraforming. Wir sind Erde wegnehmen da. Aber fahren wir jetzt nicht los. Und zwar. Das ist zwar eine. Braucht kurz Hilfe. Anheben, absenken. Jetzt ja ein Tacker sein. Das ist. Der Verkaufspunkt hat den Punkt. Da geht's besonders schwer. Ich habe ja vor, das Sägewerk zu verkaufen. Gut, dann müssen wir mal gehen. So. Die fahren wieder. Na, da macht er die große Runde. Das ist ja der große Nachteil. Aber ist halt so, ne? Ich meine, vielleicht findet man eine bessere Lösung, aber das sind Straßen. Ist leider, ist. Der Richtung ist schwierig. Muss man auch so wenden, ne? Und das wird ja immer. Man sieht ja schon in den Straßen, wo es eng ist, dass man da Konflikte kriegt, ne? Also mit dem Fahrer. So, ich wollte zum globalen Markt. Und dann haben wir die heutige Folge für den ersten Samstag, ne? Also nach dem Livestream ja geschafft. Ich wünsche allen einen schönen Samstag. Einen schönen Rest Samstag vor allen Dingen. So, schön viel reingeschafft, ne? Da haben schon schöne Gerste und Weizen auch schon schön drin. Ja, das ist schon mal gut. So. So, wir fahren wir. Die stehen, glaube ich. Gut, ich hoffe, das soll es für heute auch schon gewesen sein. Ich sage mal vielen Dank fürs Reinschauen. Ich sage mal tschüss und ciao. Ja, morgen geht's weiter. Am Sonntag, ne? Natürlich auch am Sonntag. Ja, und wünsche alles schon voraus. Alles schön, falls ich gleich vergessen sollte. Tschüss, bis dann und vielen Dank fürs Reinschauen.